Ja, schade, ne? Wenn man nicht mal auf Notsignale hört, Alter. Ich hab doch hier schon. Mama Leute und damit ein recht herzliches Willkommen zu diesem wunderbaren Video hier auf diesem Kanal. Wir sind bei BeamNG angekommen, Leute. BeamNG, ein sehr witziges Spiel. Ich habe es auch neulich onstream gespielt und dachte mir, komm. Auch das ist, glaube ich, etwas, das könnte in Videoform sehr lustig werden, weil wer will denn nicht sehen, wie man ständig failt? Es macht doch keinem Spaß zu sehen, wenn alles gut läuft. Und ich glaube, failen ist in diesem Spiel ein sehr gutes Stichwort. Leute, wir haben eine Delivery zu machen. Delivery muss nicht heil ankommen, sie muss nur ankommen. Und es wäre natürlich langweilig, wenn die Delivery lange dauern würde, ja? Also machen wir das Ganze hier natürlich ein wenig mit Speed und gucken, was bei rumkommt am Ende, ja? Was für ein Auto ich am Ende abgebe. Wir haben hier jetzt ein wunderschönes Cop-Car, das ich bekommen habe zum Deliveren. Das muss ich jetzt natürlich dann auch dementsprechend abliefern. Der Sinn ergibt sich ja hoffentlich von selbst. Ich bin schon alles sehr, ich glaube, irgendwie in Italien unterwegs. Oh, guck mal, die fahren alle mit dem Kinox-Kennzeichen rum. Auch das ist ja nett. Oh, so viel zu Elite-Traffic. Digga, hier ist ja Traffic à la carte, Bruder. Hier ist mehr Traffic als. Ah. Oh nee, oh nee, oh nee. Lustige ist, und das ist tatsächlich spannend, muss ich sagen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Was scheiße die Wand an. Das ist jetzt schlecht. Ich hatte gehofft, ich komme noch. Ach komm. Wie viele Miles habe ich noch vor mir? 0,3. Das ist jetzt nicht fair. Ja, schade, ne? Wenn man nicht mal auf Notsignale hört, Alter. Ich habe doch hier schon. Was ist denn mit dem los? Läuft bei ihm. Ach, ich hätte die ganze Zeit mit Sirene fahren müssen, damit die stehen bleiben. Na toll, das soll mal einer wissen. Wir machen Szenarien weiter. Und zwar arbeiten wir uns einfach von oben straight up nach unten durch, was auch immer kommen mag. Und ich würde sagen, let's go! Ja, Stocks erreichen. Okay. Hier habe ich jetzt tatsächlich normale Haarschaltung. Denn die Perspektive, das hat beim letzten Mal besser funktioniert. Alter, da verlangen die aber ganz schön was von einem. Boah, sag mal. Heiliges Kanon, boah. Sache ist, das Ding bin ich beispielsweise gestern schon gefahren. Tatsächlich da nicht aus der Innenansicht, aber ich glaube, aus der Innenansicht ist einfach das Feeling nochmal geiler, so an und für sich. Tot! Digga, tot! Ja, habe ich halt nicht unter 2 Minuten geschafft. War jetzt also nur die 2. Aber gestern habe ich Gold geschafft, den Run einmal hier. Ich müsste wissen, wo ich Handbremse habe. Den einen oder anderen Drift hinlegen noch. Ding ist super schwierig hier, weil das bei sowas, ich glaube, das ist super schwer daneben bei zu kommentieren, dass es auch noch anhörbar ist. Der wo ist echt bisschen wenig am Mitspielen. Das Force Feedback ist schon extrem. Hahaha. It was close. Fuck you. Den did ich. Noch in den dritten.
Dump down, Alter. War das jetzt unter 2 Minuten? War das unter 2 Minuten? Yeah! Von daher, das habe ich schon geschafft. Und wir gehen weiter zum Gavril Jump Curse. Also wenn ihr da irgendwie noch Bock habt und es häufiger sehen wollt, dann gebt dem Video gerne Daumen nach oben. Oder lasst einfach einen netten Kommentar da. Ne? Dann weiß ich, dass ihr da einfach mehr sehen wollt. Und dann kriegen wir das hin. So. Okay. Dann wollen wir mal. Schön ein bisschen Jumpy Jumpy machen und so. Wow. Shit. Da hätte man mehr drüber springen müssen. Ich hab den Wagen aber erstmal nicht unter Kontrolle bekommen. Das war scheiße. Ich hab mir auch gerade fast schon wieder in die. Digga. Das Lenkrad ist halt auch schon wieder absolut nicht mehr da, wo es eigentlich sein müsste. Ich bin gerade. So, jetzt ist es wieder gerade. Danke. Okay, wir setzen uns nochmal zurück. Wir machen das Ganze nochmal. Das war ja grauenvoll. So. Der Baum hat eingeparkt. Nein, doch. Ja, lol. Ey, dass man so Piepsbäume nicht einfach weghämmert mit so einem Pickup, ist halt auch so eine Sache für sich, ne? Ich glaube, ein Differential hilft uns da jetzt auch recht wenig weiter. Versuch Nummer 3. Diesmal wird's was. Ich habe das im Gefühl. Diesmal ist genau der richtige Weg. Genau die richtige Pace ist dran. Jetzt bin ich in einem Bereich, wo ich keine Ahnung mehr habe, wie ich fahren muss. Weil ich nicht weiß, was kommt. Wow. Oh, oh, ey, lenk doch, lenk doch! Wieso hat er nicht gelenkt? Ich kann, glaube ich, nicht mehr normal gerade. Ich weiß es nicht mehr. Egal, ist auch egal. Jumping. Denn das Ziel eigentlich von dem Scheißding? Ich kann gar nicht mehr nach rechts, Leute. Ich kann absolut nicht mehr nach rechts lenken. Nach links lenken. Ich kann nur noch nach rechts lenken. Wieso auch immer es absolut keine Links mehr gibt. Aber links einlenken geht nicht mehr. Ich bin voll links, nur dann bleibt er überhaupt gerade. Also, eine Linkskurve dürfte jetzt nicht mehr kommen, die müsste ich dann rückwärts ziehen. Oh ne, oh ne, ne 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 ne, stell dich wieder hin. Stell dich doch wieder hin, stell dich doch wieder hin. Wann ist man denn hier mal am Ende angekommen bei dem Ding? Oh, ist ja nervig. So, jetzt muss ich mich mal hier ein bisschen konzentrieren, Mann, das kann doch nicht sein. Die Lenkung in dem Teil ist schon ultra schwammig. Irgendwo hier war jetzt auch Schluss beim letzten Mal. Ich glaube, hier bin ich irgendwo, weiß gar nicht wo. Irgendwo hier bin ich doch abgekommen, oder nicht? Wie soll ich denn darüber springen? Ist das euer Ernst? Leute, das kann doch nur schief gehen. Das kann doch nur. Alter Vater, ey. Ja, habt ihr doch nicht mehr alle. Mein Gott, wo baut ihr denn diese Rampen auf? Ich habe aber bis jetzt gefühlt noch keinen Kratzer reingebaut. Ich bin ganz amused of myself. Oder auch noch eine. Ich weiß gar nicht, ob das letzte ist. Oh. 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 Alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Einmal rein. Oh Scheiße. Oh Scheiße, ich war viel zu schnell. Ich war viel zu schnell. Ich war viel zu schnell. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich krieg's dann auch noch nie wieder abgebremst. Den krieg ich doch nie wieder rechtzeitig. Oh. Hier oben. Mein Gott, wo hört denn das auf? Wie lange geht denn das noch? Aber jetzt mal ernsthaft. Wie lange soll denn das bitte noch gehen? Ich glaube, da geht's jetzt ganz gut abwärts, ne? War das jetzt der Zieleinsprung? Oh. Meine Güte, okay, man hätte auch echt deutlich langsamer durchfahren können. Wenn man holen muss. Gut. Leute, was haltet ihr vom neuen Kanalkonzept? Mit 3 Videos die Woche, unterschiedliche Games und so weiter. Was sagt ihr? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Für den Fall, dass ihr es gar nicht mitbekommen habt übrigens. Neues Kanalkonzept.
Es werden jetzt dreimal die Woche, montags, mittwochs und freitags, Videos hochgeladen. Sowas hier zum Beispiel. King's Size und dann fahre ich mit so einem Ding. Okay. Aber ich frage mich, ne? Wo lang denn? Was soll ich denn machen? Ich hab's nicht gelesen. Da haben sie mir jetzt fortschrittliche Wege gezeigt. Search for the van. I search for the van. Ich fahre jetzt in die richtige Richtung. Ah, da ist er, der van. Now exit vehicle and... Wait, what? Schau ich gerade Matratzen? Ernsthaft? Wo ich einen Van mit Matratzen? Und Anhänger wohlgemerkt. Also ich werde jetzt mit Van und Anhänger fliehen oder was? Oh, jetzt habe ich nur noch Zeit. Oh, jetzt habe ich nur noch ein Zeitlimit. Oh, jetzt habe ich nur noch ein Zeitlimit. Oh, 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 oh. Jetzt ist risky. Jetzt wird's risky. Ja, scheiße! Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Das wird noch, das wird noch. Das nehmen wir eben wieder hoch. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, 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 yes. Ich dachte, ich muss hier so eine halbe Kurve fahren. Da hat hier so ein ganzes Ding, was hat mir keiner hier gesagt. Nee, Alter, da ziehen wir hier rüber direkt. Matters and Trail. Im Trailer sind Matratzen. Oh, wait. Oh, wait. Okay, also ich habe Matratzen hinten drauf. Diese Matratzen, die muss ich... Jo, was ist das? Hallo? Bruder, ist doch nicht dein Ernst? Dieses Spiel ist so verbuggt, Bruder. Habe ich da diese Kacke hängen und krieg die nicht weg? Warte mal. Wow, den darf ich nicht mehr bewegen. Ist es jetzt euer scheiß Ernst, Alter? Dass ich den Rotz hier nicht wegbekomme, weil das Spiel einfach dumm ist und hier jetzt einfach drin buggt? Das meint ihr doch nicht ernst, oder was? Jetzt hänge ich hier selbst drin fest, ich komme hier nicht mehr raus. Lass einfach da drin hängen, Bruder, was ist das denn jetzt? Jetzt mal ernsthaft. Was ist denn das jetzt? Danke! Meine Güte nochmal, ey. Das sind ja schon ein bisschen... Nein! Oh! Scheiße, kann ich die noch wieder aufsammeln? Dass ich jetzt sage, yo, ich nehme euch mit. Hier, ich nehme mich da auf, pack dich da drauf. Wait. Bin jetzt die Matratze oder was? Ist klar. Ich kann jeder Gegenstand werden. Ich werde einfach der Gegenstand. Was bin ich jetzt geworden? Jetzt bin ich die Matratze hier hinten geworden. Ah! Steig ins Auto ein. So, ich glaube, da ist noch ein Hubbel vorne. Nee, okay. Ja! Zwei Matratzen. Leute, das soll es gewesen sein. Ich glaube, damit kann man es beenden. Ich hoffe, euch hat das Ganze heute gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne noch kostenlos abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns am Freitag im nächsten Video wieder. Ja, am Freitag dann zusammen mit Jan im Firefighting Simulator. Könnt ihr gerne abchecken und wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, macht's besser, haut rein und cheerio, ciao, ciao. Nee, das ist mir zu weit weg.